gibt's doch gar nicht. Ich kann keine Geschütze bauen, weil ich keinen Stahl habe. Vielleicht kann ich... Moment. Ich kann doch. Ich kann keine Steingeschütze bauen. Ja, was für eine dumme Idee. Wie aus Lego-Blöcken Stein zusammensetzen. So Mist. Hey, sehr schön. Also das wird jetzt erstmal geerntet und wieder angebaut. Frage mich, warum dieser Reis weniger hat als dieser Reis. Haben wir das so komisch angebaut hier? Ja. Frage ist, was erforscht man da danach? Ich brauche als nächstes, müsste ich Richtung Tiberium eigentlich gehen. Das ist alles relativ egal. Schmieden ist auch egal. Das kriegen wir eh noch nicht gebacken. Am sinnvollsten wäre, ich würde Richtung Tiberium gehen. Dafür brauche ich aber Tiberium Research Station. Im Tiberium Research Station brauche ich Stahl. Mann! Ich brauche Stahl! Stahl. Wenigstens bauen die es zuerst ab und sehen es dann neu. Nicht umgekehrt. Beziehungsweise nicht währenddessen. Okay, das dauert jetzt natürlich wieder, bis es angebaut ist. Wenn Pyuki kocht, Miyamoto trägt das ganze Zeug rein. Sehr schön. Das läuft. Was macht Mutze? Mutze macht hier weiter. Der. Wo trägt denn der die Steine her? Das soll sie von da hinten holen. Ja, was soll's. Wir können hier übrigens noch Marmorwände bauen, oder? Nein, können wir nicht. Kalksteinwände können wir bauen. Toll, unsere Wände sind Kalksteinwände. Grandios. Und leider reicht mein Strom nicht. Das ist nicht so toll. Das ist gar nicht toll. Batterie auch noch, grandios. Ja, hilft jetzt alles nichts. Ich brauche Stahl. Ich brauche jede Menge Stahl. Und wenn ich diese beiden Haubentaucher jetzt erstmal wegnehmen, ihr müsst jetzt erstmal weitermachen und hier was graben. Am nächsten Tag am besten. Oder ich schalte einfach mal das aus fürs Erste. Das ist vielleicht auch eine gute Idee. Aktueller Radius 7. Ja, ist mir schon klar. Das dauert halt noch. Bitte lass halt hier oben jetzt Stahl sein. Mann, ich will jetzt nicht über die ganze Karte laufen. Vielleicht das jetzt ab. Man muss irgendwo anders in der Nähe Stahl sein. Ich gehe jetzt nicht über die ganze Karte, da habe ich keine Lust dazu. Ich weigere mich vehement. Und ich werde daran krepieren, weil ich mich vehement weigere. Immerhin kriegen wir schon jetzt mal genügend Essen rein. Wird sie verarbeitet Felsbrocken, tatsächlich, denn verarbeitet überall Felsbrocken. Ah. Wenn ich jetzt dem Mutze sage, er soll nur im Heimatgebiet bleiben, dann müsste er doch auch nur die Steine im Heimatgebiet nehmen. Hoffe ich zumindest. Übrigens, hier habt ihr es gesehen, eine Doppeltür. Die nicht so aussieht, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich dachte, die sieht anders aus. Wird doch in Gottes Namen irgendwo in Stahl sein. Mein Gott. Und wenn ich den ganzen Berg aushöhle, ich werde nicht auf die andere Seite der Karte gehen und hier Stahl wegernten. Ah, stimmt. Ich kann den Radius ja hier einstellen. Richtig. Materialsuchradius. Na gut, aber das Problem ist ja trotzdem, dass die Entfernung von hier genau die gleiche ist wie hier. Bringt also nicht. Also nichts. Putze holt vorne? Wo? Ja, bis hier geht's noch. Moment.
Zone-Gebiet, Heimatgebiet. Bis daher kann er noch laufen. So, hier ist ein maximales Heimatgebiet. Ja, also tagsüber reicht der Strom gerade so. Es sei denn, die Windturbine läuft nicht, so wie jetzt. Also das ist wirklich Pech, dass hier kein Stahl ist. Das ist wirklich Pech. Er jagt schon wieder meine Katze. Blödes Vieh. Und jetzt noch eine Störung Windturbine. Das gibt's doch gar nicht. So viel Pech kann man doch gar nicht haben mit meinen ganzen Materialien. Mann! Wenigstens haben wir einigermaßen viel Bauteile. Aber kein Stahl! Ich baue den ganzen Berg ab, bis ich da Stahl finde. Vielleicht finde ich stattdessen stahlharte Käfer, ja, das kann auch sein. Käferkolonie, wenn Chaos, wenn absoluter Horror. Ja, hilft nichts. Ich muss da weiter reingraben. Es hilft alles nichts. Wenn ich nicht weiter reingrabe, dann finde ich keinen Stahl. Und selbst wenn ich das da unten abbauen sollte, ich gehe mal davon aus, dass es ungefähr 1000 Stahl sind, vermute ich. Wenn man das mal anschaut, das ist ein relativ großes Gebiet. Das kann natürlich schon sein. Sind die jetzt schon voll? Nein. Einmal noch erweitert. Oh, guck mal, das hat genau gereicht. Das hat genau gereicht. Oh, ist das geil. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja. Genau so habe ich das geplant. Okay. Erweitert sich noch ein einziges Mal. Ja, er ist voll. Okay, das passt. Hier, Moto. Du trägst hier. Du solltest eigentlich auch nicht rausgehen. Ohne Anzug. Naja. Wird schon nicht so schlimm sein. Ach stimmt, ich habe den Linkable Doors Mod rausgenommen, weil es nicht ging. Ich Idiot. Ich wundere mich. Oh, das passiert ja gar nichts. Und oh Gott, ey, wie ich ein Hamperer. Ein Haubentaucher. Erstmal die Türe dabei ab und baue hier das Ding hin. Nicht ausrüsten. Tragen. Nein. Mach die Holzwand. Oh, mein Chi ist wieder zufriedengestellt. Okay, dann Sandsteinblöcke. Ich würde sagen, mindestens 3 Blöcke. Das dürfte. Nee, das ist jetzt voll erweitert. Das bedeutet, dass ich leider hier fürs erste nur eine Zweierwand mache. Jo. So. Ich wollte zwar eigentlich die fette Tiberiumwand dahin bauen, aber. Was soll's? Wo ist mein zweiter Bergbau vorziehen? Ach so, das ist Aloran, der baut lieber. Ja, ist egal. Er baut jetzt erstmal da vorne, das ist auch okay. Fürs Erste. So, so, so. Und am besten erstmal so eine Schutzwand hinbauen. Ja, ich glaube, das ist eine halbwegs gute Idee. Das dauert halt jetzt ein bisschen, bis wir das gebaut haben. Ich brauche Stahl. Ich verzweifle nur noch, wenn ich keinen Stahl finde. Ich zweifle hier vollends. Effektiv noch nichts Vernünftiges gebaut. Noch gar nichts. Ich habe die Notblöcke zwar schon vom Start, die hier, aber ich habe wohl beim Erstellen des Szenarios die Forschung dazu gelöscht. Also siehst du, ich kann sie nicht bauen. Nein, wir sind irgendwo anders drin, aber ich glaube nicht. Ich kann sie einfach nicht bauen. Was im Klartext bedeutet, ich glaube, es ist diese Forschung. Ich glaube, es ist Not Structures, ja. Not Structures. Und ja, da muss ich mir jetzt ein bisschen gedulden. Um das bauen zu können, brauche ich ja wieder
erstmal die Bearing Research Station, die muss ich dann da hinten reinbauen. Dazu brauche ich erstmal Stahl. Es ist ein Teufelskreis. Ohne Stahl bin ich echt verratzt. Irgendwas wird hier angegriffen. Irgendwas wird hier angegriffen. Nur was? Hier? Hier, ein Bane-Monster. Bane-Monster-Killer, das ist Alpaka. Armes Alpaka. Ich habe noch Kalksteinblöcke, die kann ich ja auch noch verbauen. Und zwar hier unten. Also ich glaube nicht, dass ich von hier unten angegriffen werde. Selbst wenn, dann werden die beim Versuch, die Mauern einzureißen, kläglichst sterben. Es sei denn, sie hätten die Tiberium-Schutzanzüge. Aber die werden kläglichst sterben, indem sie übers grüne Tiberium laufen. Deswegen wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Wenn das Tiberium sich erstmal über die halbe Karte ausgebreitet hat, über Gletscher, dann... Apropos, ich muss mal schauen, ob der Bug noch existiert. Nein, tut er nicht. Haha, das ist ja hervorragend. Dann wird es eh einfacher, die zu verteidigen, die Angriffe. Allerdings hilft mir das gar nichts, wenn ich keinen Stahl bekomme. Ich weiß, ich wiederhole mich. Angeline? Du musst doch keine Festbrocken verarbeiten. Ah, ich Idiot. Ist das nicht Heimatgebiet? Nein, ist es auch nicht. Ich hab's mir quasi unnötig schwerer gemacht, indem ich mein eigenes Szenario erstellt habe. Unnötigerweise. Oh, Sandsteinwand. Oh, ist das cool hier. Pass mal auf. Und jetzt mache ich noch was ganz Übertriebenes. Nein, das mache ich nicht. Tiberium breitet sich aus und müsste hier stoppen. Ich meine, im Worst Case baue ich dann halt später hier noch eins rein. Noch ein Deep Ground Freezer. Ich denke, das müsste funktionieren. Ich denke, das müsste funktionieren. Und weil ich ein Angsthase bin, mache ich noch eine dritte Mauer auch noch hinten. So. Riesiger Zusammenbruch schwer. Ah ja, gestörter Schlaf in Dunkelheit. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ich kann aber keine Lampen bauen. Aber ich kann eine Fackel bauen. Haha, ich kann eine Fackel bauen. Ich erinnere mich, Fackel. Wahnsinn, Holz, einfach mal mitten in die Bude eine Fackel bauen. Damit es ein bisschen heller wird. Ich glaube, das dürfte die erstmal gut stimmen. Mitten im Schlafraum etwa eine taghelle Fackel errichten. Ja, so funktioniert das. Immer noch kein Stahl. Das gibt's doch gar nicht. Ich kann keine Geschütze bauen, weil ich keinen Stahl habe. Vielleicht kann ich... Moment. Ich kann doch. Ich kann keine Steingeschütze bauen. Ja, was für eine dumme Idee. Wie aus Lego-Blöcken Stein zusammensetzen. So ein Mist. So ein Mist. Ah, wenigstens der Mutz hier gut dabei, hier alles zu verarbeiten. So, ich muss dann in die Bearing Research Station hier unten reinbauen. Ich brauche halt keinen Scheiß, ich brauche 350 Stahl dafür. 350. What the heck? Ist ja... Das ist ja nicht wahr viel. Jetzt wäre ich ein bisschen happier. Ja. Immerhin keine Lichtprobleme mehr. Hässliche Umgebung, okay, aber keine Lichtprobleme. Ja, andere nennen es Mahnmal, Grabstein oder Wegweiser. Ich nenne es Steingeschütze. Das ist richtig. Ich war mir 1000%ig sicher, dass ich da ein
Geschütz aus Stein machen kann. Ich war mir tausendmal ziemlich sicher. Ich meine, wenn ich schon Geschütz aus Uran machen kann oder Silber. Naja. Übrigens Feldarbeit 8. Bam, 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 bam. Mr. Elrond. Baue bitte Heilwurzel an. Vielen Dank. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben noch 1000 Holz, das passt auch. Und das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus bis jetzt. Zack, Angriff, alle tot. Ja, vielleicht ist es auch meine einzige Möglichkeit, irgendwie mit dem Tiberium Sachen abzubauen. Dazu brauche ich aber erst Tiberium-Anzüge. Dazu muss ich erst forschen, dazu brauche ich erst Stahl. Ja, 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 ihr wisst es ja. Mein Hund geht ab. Warum auch immer. So. Einen Augenblick mal eben. So, etwas Unfassbares am Fenster. Nein, eben nicht. Wir haben hier ist ein bisschen eine Dogcam, wäre super, ja. Nein, also es ist folgendes, wir haben hier in der Nachbarschaft irgendwo einen Hund und der Hund, der büxt immer aus. Ich weiß nicht, zu wem der Hund gehört. Sieht aus wie unser Hund, sieht aus wie ein Beagle, ist aber kein Beagle, ist irgendwie auch so eine Promenadenmischung. Und der Hund, der taucht immer wieder bei uns auf, ja. Und es ist einer der wenigen Hunde, die unser Hund sofort akzeptiert hat. Er kommt immer wieder zu uns, sofort, und läuft hier durch die Gegend und läuft durch das ganze Dorf. Und irgendwie, meine Frau hat dann schon mal das Tierheim angerufen, beziehungsweise die Stadt angerufen, damit die den halt einfangen. Und, ja, die haben den dann eingefangen, wieder zurückgebracht zum Besitzer. Also offensichtlich hat der Besitzer den schon geholt, aber der Hund ist offensichtlich wieder ausgebüxt. Also ich weiß nicht, was sie mit dem Hund machen, ja. Ich meine, mein Hund büxt auch öfter mal aus, aber dann suche ich ihn halt, ja. Ich kann nicht einfach rumlaufen lassen durch die ganze Stadt. Oder durchs ganze Dorf. Ist auf jeden Fall voll der Zutrauliche. Jetzt haben wir bald wieder Reis, das ist schon mal cool. Doch gar nicht. Wir haben immer noch keinen Stahl. Das kann doch nicht wahr sein. Hier. Silberadler. Nein. Wir haben alles, nur keinen Stahl. Das ist nicht wahr. Der Hund plant was. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das ist aber total der Zutrauliche, ja. Also gehört auch 100% jemanden, aber keine Ahnung, wo du immer herkommst, warum der immer zu uns kommt. 730, okay, das passt. Wir haben übrigens 13. August, wir können bis zum 11. September anbauen, oder? 11. September, das heißt, wir haben noch ungefähr eine Saison Zeit, um irgendwas abzubauen. Wir haben Überfall. Mit 5 Leuten. Sturmgewehr. Sturmgewehr. Maschinengewehr, Überlebensgewehr, Schrotflinte. Okay. Warten wir ein bisschen weiter runterkommen und dann warten wir auf die. Guck mal, wie viel Viscerals es sind. 17 Viscerals, meine Güte. Tja, okay, dann würde ich sagen, wir stellen uns mal auf an der entsprechenden Stelle. Chaka, Chaka, The Eleren, Chaka, Wuseline. Miyamoto, würde ich sagen. Wo sind die? Kannst du auch angreifen? Ja, 4. Brandgeschosswerfer.
Gefährliche Geschichte. Gefährliche Geschichte. Sehr gefährlich. Oh, die sind aber verdammt schnell jetzt da gewesen. Alter Schwede! Ganz schlechte Idee, ganz schlechte Idee, ganz schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Oh Gott, Wusseline, was ist los? Verwirrung! Mitten im Angriff! Kannst du nicht einfach verwirrt sein? Mitten im Angriff! Was ist da los? Oh, kann doch nicht wahr sein! Aber wir haben hier zwei Gefangene. Aha! Das war eine schlechte Verteidigung. Ganz schlechte Verteidigung. Meine Güte, meine Güte. Wo wollte er gerade hingehen? Also Fakt ist, ich darf jetzt alle nur noch im Heimatgebiet lassen, weil Siberium ist mittlerweile so groß, dass ich große Probleme bekomme, wenn ich hier wenn ich hier die ganze Zeit rumlaufen lasse. So. Kein Stahlwerfer dabei, nein. Ein Holztaschenmesser. Wie geht's unserer Katze? Die Katze ist gut drauf, okay. Moment, 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 Miyamoto, du bist schon wieder übereifrig. Natürlich muss der erst ausgezogen werden. Und dann erst begraben. Und wie sieht's aus mit den zwei? 85%, 87%. Ich würde mal sagen, die könnten wir beide vielleicht noch anwerben. Denn wir haben ja jetzt Miyamoto. Und Miyamoto hat die Operationserfolgschance, eine Gefangenenrekrutierungschance von 30%. Immerhin. Immerhin. Aber wir haben immer noch keinen Stahl. Das kann doch nicht wahr sein. Mutze ist am Abflacken. Weil das Stummgewehr, weil sie gleich die erste Salve erwischt. Sowas Ärgerliches. Noch Laserreifel. Okay, das ist in Ordnung, damit der hier nicht stirbt. Was ist mit ihm hier? Den musst du natürlich auch behandeln, bitte. Damit uns die Gefangenen nicht sterben. Vor der Nase. Ja, will man auch nicht. Außerdem kann ich die ganzen Ressourcen brauchen. Ich kann das ganze Zeug recyceln. Und bekomme dann die Rohstoffe teilweise wieder. Und da ich später immer ganz gern Ledercouchen baue. Ledersofas. Übrigens, cooler Song, falls ihr ihn hört. Wollte ich jetzt mal kurz sagen. Super geiler Song. Ich rede mal einfach weniger, da könnt ihr ihn genießen. Finde ich super geil. Deflektor. Super geil. Super geiler Song, finde ich. Okay, na gut, dann müssen wir mal hier schauen, dass wir das ein bisschen weiter aufgeräumt kriegen, beziehungsweise den Rayman behandeln. Schauen wir mal, es wäre ganz cool, wenn ich einen von beiden kriegen würde. Quantum 14! Meine Güte. Das hat übrigens gezeigt, ja, dass der Angriff, dass die Angriffe mal zu mal schwerer werden und ich jetzt demnächst wirklich schleunigst Stahl brauche. Mussolini ist an Wundinfektion erkrankt. Das ist mir schon klar, wenn du die ganze Zeit durch die Gegend läufst. Das ist natürlich eine schwierige Kombination hier. Mann. Ich Mussolini dazu zwingen, dass sie sich erholt? Mussolini, soll ich dich dazu zwingen? Du müsstest doch eh gleich umfallen, oder? Ich lasse es mal noch, ja. Immunität 10%.
Keine Gefängnisbetten verfügbar. Oh Mist. Kann ich wirklich was machen, ne? Na also, ist nicht mehr verwirrt. Was ist was? Leg dich hin und lass dich bitte behandeln. Behandle dich selbst. Wundinfektion 27%. Behandle dich doch erstmal. Das wäre viel wichtiger. Oh je, oh je, oh je. Ich hoffe, das klappt noch rechtzeitig. Das war schon sehr, sehr lange. Wo sind noch Bauteile? Links unten bei dem Nest. Hier, ja, da sind noch welche, aber das ist egal. Der Aaron hat eine Bügelei mit Puki angefangen, wurde verachtet. Ist doch gut, ist doch gut, ist doch gut. Beruhigt euch wieder. Ah ja, ist ja gut, ist ja gut. Oh, ihr haut euch voll auf die Prellung, Prellung, Prellung. Was ist denn los mit euch? Unfassbar, wurde verachtet. Dabei seid ihr eigentlich good friends. Was ist denn los? Hat sie Ellen gekränkt? Das hat sie Ellen zu Weißglut gebracht und er schlug zu. Was zum Teufel? Wir handeln den Spielentwickler. Go, go. Das Lager wird langsam zu klein. Mal wieder. Ja, würde man sagen, wir haben noch ein bisschen Kalkstein. Wir müssen dann irgendwann mal so ein Ding bauen. Und zwar ist so, würde ich sagen. Das lasse ich aber jetzt momentan noch. Und 1, 2, 3, 4, 5 Felder. Immer 5 Felder auseinander, glaube ich, war es. Krankenbett, richtig. Prozent, das schaffst du aber locker. Guck an. Deine Immunität überholt die Wundinfektion. Auf der linken Spur. Übrigens, weil ich es gerade lese. Yusuf Bam, vielen Dank für den Follow. Oder Yusuf Bam. Je nachdem, wie du es genannt werden möchtest. Wie es ausgesprochen werden möchtest. So. Ist natürlich toll, dass ich den Türenmod jetzt gar nicht habe. Ich dachte, ich habe ihn und jetzt die ganzen Räume nicht passen von der Größe her. Oh, das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich jetzt. Na, ist mir egal, da baue ich trotzdem Doppeltüren. Das ist mir jetzt völlig egal. Wir haben auch noch keine andere Medikation. Und zwar ein bisschen Heilwurzeln. Aber... Puke. Guck mal, so Aaron hat es voll abgekriegt, würde ich mal sagen. Warum hast denn du so auf die Mütze bekommen von Puki? Und warum ist Puki durchgedreht? Fressattacke, okay, das ist das geringste Übel. Das ist tatsächlich das geringste Übel. Schwere Krankheit? Ah, ja. Wundinfektion extrem. So was Blödes. Dann muss ich vielleicht doch jetzt mal... Handlung in 10 Stunden. Tja. Würde ich mal sagen, freilassen und zwar schnell. Und zwar schnell. Und schauen, dass der vielleicht doch noch rauskommt. So, raus mit ihm. Warum du rumläufst? Weil du fit bist. Ganz einfach. Guck an. Du hast jetzt schon mehr Immunität. Du bist super fit. Du kannst arbeiten. Einwandfrei. Easy. Gar kein Problem. Deswegen können wir auch das Krankenbett hier wieder wegmachen. Ja, ist so. Ist so. Muss man halt erstmal. Muss man halt erstmal über die Stühle stürzen. Meine Güte. Deal with it, würde ich sagen. Und weil ich es auch gerade sehe, muss das unbedingt
sein lassen. Ich muss mein Lager nach oben erweitern. Praktisch schon, dass ich keinen Stahl habe. das ärgert mich so. Ray ist an Wundinfektion gestorben. Ich habe es versucht. Ich habe es versucht. Ausziehen. Und... Moment, und dann gleich begraben. Ausziehen funktioniert, auch wenn es nicht in der erlaubten Zone ist, aber begraben nicht. Okay. Verstehe das, wer will. Ich weiß, ich muss es manuell holen. Dann ist es einfach. Meine Güte. Geh raus und iss es. Oh. Sieht aus bei dir? Infektion schwer, 92%. Easy. Super easy. Vielleicht bekommen wir dann den Robotist hier. Robotist. Meine Güte. Aber wir haben immer noch keinen Stahl. Das kann doch nicht sein. Also tut mir leid. Tut mir leid. Ich muss das jetzt mal... Ich muss jetzt hier mal Prius schaffen. Ja, und nachdem es ihm eigentlich eh nicht so schlecht geht, machst du jetzt bitte da oben weiter. Das kann echt nicht wahr sein. Und Vuseline auch. Da ist auf Bettruhe. Bergbau ist jetzt aktuell wichtiger. Go. Brauch Stahl, sonst überlebe ich den nächsten Angriff nicht. Kein Stahl hier. No Stahl today, würde ich sagen. Hacke Schmerzen. Hab dich mal nicht so. Hau rein, bis demnächst, Bimbli. Mutzi hat sich vollständig erholt. Hervorragend. Kennst du gerade? Ja, Mutzi kennt gerade. So, was könnte ich denn Mutzi machen lassen? Der Pyuki ist Landwirt und Kochen, das ist in Ordnung. Theoretisch bräuchte ich aber noch einen zweiten mit Feldarbeit, weil das nicht reicht. Wir haben hier schon wieder... Wir haben Titanium! Im Titanium aber kein Stahl, das kann doch nicht sein. Und nicht, dass ich unglücklich wäre über Titanium, aber wir brauchen trotzdem Stahl. Mann. Nur weil ich mich weigere, vehement hier unten durchzugehen. Da hilft auch die Zelda-Musik nichts. %87. Psychische Beruhigung. Oh, sehr schön, das brauche ich jetzt. Das brauche ich jetzt. Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Wir sind auf eine Goldader gestoßen. Das gibt's doch gar nicht! Oh oh. Oh oh. Boomer Lupe.